Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, herzlich willkommen zurück in TrainSim World 4 auf dem PC zusammen mit mir. Ich bin Felix der Weise und heute wollen wir uns wieder auf eine deutsche Strecke begeben, auf eine der wohl beliebtesten deutschen Strecken. Ihr habt es erraten, es ist die deutsche Strecke Nahverkehr Dresden, auch bekannt als Dresden-Riesa. Und da haben wir ja noch einige Szenarien, die wir zusammen spielen können und ich dachte heute an das Szenario Sonderauftrag. Hier fahren wir die Baureihe 193 Vectron und unsere Aufgabe ist, dass nach der Wartung sind diese Vectrons für den Einsatz auf der gesamten Strecke bereit und wir müssen einige Lokomotiven entlang der Strecke verteilen. Also stürzen wir uns direkt hinein in das Vergnügen. Ich hoffe, ihr hattet alle ein sehr schönes, sonniges Wochenende und habt heute auch einen guten Start in die neue Woche. Ja, morgen am 9. April ist es dann schon wieder soweit. Die nächste Roadmap steht an. Sonderlieferung. So. Guten Nachmittag, Lokführer. Diese Vectrons haben die Wartung gerade hinter sich und müssen auf der Strecke eingesetzt werden. So, und da sitzen wir schon direkt im Führerstand unserer Lokomotive. Diesen müssen wir erst einmal aktivieren und dann das Ganze auf Vorwärts stellen. Wenn Sie zur Fahrt bereit sind, wird Ihr erster Halt in Dresden-Neustadt sein. Also wir müssen jetzt hier verschiedene Haltepunkte anfahren und eben die Lokomotiven da verteilen. Ich werde aber jetzt noch optional das Ganze, die Lokomotiven, also ich werde jetzt hier noch die Zugsicherungssysteme PZB und SIFA einschalten. Außerdem werden wir für unsere Fahrt noch die AFB verwenden. Die werde ich jetzt schon mal auf 40 km/h hier voreinstellen und dann muss das noch bestätigt werden bei der Lokomotive. Startpunkt ist, wie ihr hier seht, der Dresdener Hauptbahnhof. Also auf diesem Nebengleis, wo ja wirklich ganz gern mal Lokomotiven oder Ersatzzüge bereitgestellt werden. Und ja, da würde ich sagen, stürzen wir uns direkt hinein in das Vergnügen. So, jetzt würde ich ganz gern noch diesen Bildschirm hier wechseln oder versuchen zu wechseln. Das ging ja auch irgendwo, meine ich, hier. Aber gut, das können wir auch während der Fahrt machen, weil ich habe diesen lieber in der Mitte und den anderen lieber auf der Seite. So, egal. Ja, dann sind wir soweit abfahrbereit. PZB SIFA, wie gesagt, ich schalte das meist immer per Tastenkombination ein. Und dann können wir uns direkt hineinstürzen in das Vergnügen. Ihr seht auch, es gab ein Update für die Lok, dass der Kombihebel nicht mehr ganz so extrem schnell aktiviert wird. Und der erste Halt, zu dem wir uns begeben, das ist Dresden-Neustadt. Oh, hier haben wir gleich die nächste Beeinflussung für die PZB. Bei PZB müssen wir ja echt ein bisschen aufpassen. So, jetzt muss ich aber erstmal gucken, wie ich hier den Bildschirm wechseln konnte. Ich habe das gerade nicht mehr im Kopf. Hier war es auf jeden Fall nicht. Das war schon die SIFA, die sich hier zu Wort gemeldet hat. Ach, hier war das, genau. Und dann machen wir das so. Und so finde ich das für mich persönlich angenehmer. Ob man das im Vorbild so immer direkt einstellen kann, weiß ich ehrlich gesagt nicht. So, also, wir verlassen jetzt den Dresdner Hauptbahnhof und fahren über die komplette Strecke. Wir fahren heute auch über die komplette alte Strecke, also nicht über die Weißiger Kurve, sondern wir verteilen Lokomotiven in Dresden-Neustadt, in Coswig, in Weißig und die letzte muss dann nach Riesa ausgeliefert werden. So, hier sehen wir auch nochmal unseren Lokzug. Eigentlich müsste man den vorderen Stromabnehmer dann nach oben machen. Und ich weiß auch nicht, ob das im Lokzug so ist, dass auch bei allen anderen die Stromabnehmer oben sind. Und die Schlussleuchten sind auch nicht an. Gut. So, jetzt können wir uns aus der PZB befreien und können die AFB auf 60 vorstellen und das Ganze festlegen. So kann unsere Lokomotive dann auch auf 60 Stundenkilometer beschleunigen. So, Dresden-Neustadt Güterbahnhof, das heißt, wir werden gar nicht durch den Personenbahnhof fahren, sondern wahrscheinlich über diese, wo auch der Elbhafen ist. Wahrscheinlich fahren wir jetzt dort lang. Schätze ich jetzt einfach mal, dass wir da die Lokomotiven abstellen müssen. So, jetzt müssen wir mal gucken, wie weit ist denn diese Abstellanlage überhaupt. Lohnt es sich überhaupt jetzt hier auf 80 zu beschleunigen auf der Brücke, aber ich denke mal schon, wenn wir keine anderen Züge aufhalten wollen, die vor oder hinter uns fahren.
So, ihr seht auch auf der S-Bahn-Strecke hier jede Menge los. Also, aber vielleicht nochmal ein paar Informationen. Die Strecke Dresden-Riesa, auch bekannt als Nahverkehr Dresden, diese ist ja zum Beispiel in Transom World 4 in der Deluxe und Special Edition mit dabei. Außerdem kann sie auch als Starter-Edition im German Recognized Starter-Pack gekauft werden. Habt ihr die Strecke bereits schon für eine Vorgängerversion, so könnt ihr das Ganze auch kostenlos mit übernehmen. So, jetzt war 40 schon wieder runter vor dem nächsten Signal. Das war das Signal, genau, das ist nämlich das Signal, was uns da angezeigt hat. Und deswegen bremse ich ja jetzt schon mehr oder weniger runter. Gucken gleichzeitig. So. Dann kommt das nächste Signal, was uns auch einen Halt ankündigt. Und das muss natürlich quittiert werden. Und hier dürfen wir uns dann nicht mehr befreien. Also mit PZB ist diese Strecke durchaus teilweise sehr interessant. Hier kommt schon die nächste S-Bahn entgegen, also reger Zugverkehr hier. Ja, wie gesagt, die Lokomotive Vectron und die Strecke Nahverkehr Dresden, die sind in der Special Edition vom Train Simulator, von Train Sim World 4 und auch in der Deluxe Edition schon beide enthalten. Es können aber beide DLC auch einzeln erworben werden, wenn ihr die noch nicht besitzt, aber in der Regel dürften die meisten von euch wohl das Ganze mittlerweile in Besitz haben. Also die Deluxe Edition ist ja meiner Meinung nach so von Preis-Leistung her mit die beste Edition, die ihr haben könnt. Aber wie gesagt, wenn ihr gerade die Strecke schon vorher gekauft habt, dann ist das Ganze aber auch kann das übernommen werden, dann braucht ihr lediglich den Vectron. Zu Vectron gehören 5 Szenarien. Ein Szenario für die, wie sagen wir jetzt hier, den 500 Hertz Magnet. Hä, was zeigst du mir denn an? Du zeigst mir an, dass ich dich überfahren darf, aber doch, glaube ich, nur mit, da muss ich doch diese Befehlstaste jetzt, glaube ich, hier drücken. Und wo ist die? Das weiß ich jetzt nicht. Zugbeeinflussung. Zugbeeinflussung. Okay, ja, und jetzt haust du mir die Zwangsbremsung rein. Warum? Zwangsbremsung. Warum? Zwangsbremsung. Zwangsbremsung. Warum haust du mir jetzt hier die Zwangsbremsung rein? Zwangsbremsung. Zwangsbremsung. So, also auch hier wieder eure Erklärung bitte. Warum habe ich jetzt hier eine Zwangsbremsung bekommen? Ich hätte wahrscheinlich vor dem Signal halten müssen, aber das mit diesem Befehl, ja, beim einen Fahrzeug funktioniert es so, beim anderen funktioniert es so. Ich kann es nicht nachvollziehen. Egal, also Zwangsbremsung Nummer 1, aber ist jetzt hier auch ein spezieller Fall. Wie gesagt, es war dieses Signal hier und ich habe auch diesen Befehl hier auch gedrückt gehabt. So, da vorne zeigt er auch wieder Halt an, da darf ich gar nicht so schnell anfahren. Gut. Rollen wir also gemütlich in den Güterbahnhof Dresden-Neustadt. Ihr seht auch schon einige stillgelegte Gleise hier. Ich glaube, mittlerweile ist der, meine ich, gar nicht mehr in Betrieb. Wenn ich da jetzt so richtig informiert bin. Ja, ihr seht auch 4 Lokomotiven. 3 davon müssen wir entlang dieser Strecke, unserer Strecke verteilen. Da vorne ist dann unser... Okay, jetzt haben wir gar keine Überwachung mehr. Wir müsste doch dann der 500-Hertz-Magnet scharf sein. Aber wie gesagt, bei dem einen Signal bei der Einfahrt hier, schreibt es mir gerne in die Kommentare, was ich da falsch gemacht habe. Vielleicht, ich war unter 25 km/h. Ich habe diese Befehlstaste hier gedrückt. Vielleicht hätte ich die auch gedrückt halten müssen. Wie gesagt, das sind so spezielle Fälle mit der PZB, die jetzt hier meiner Meinung nach jetzt auch nicht so oft vorkommen, dass die eigentlich absolut die Seltenheit sind, hier im Spiel. Aber wenn ihr da wisst, was da das Problem war, schreibt es bitte in die
die Kommentare. So, da vorne ist unser erster Punkt, an dem wir halten müssen. Liegt hier eigentlich noch ein Magnet irgendwo? Ich sehe zumindest hier aktuell keinen. Ja, wie gesagt, die deutsche Strecke Nahverkehr Dresden, auf der wir hier unterwegs sind, ist eine der Strecken, die auch sehr viele Fahrzeuge schon mitliefert. Es gibt den Talent 2, es gibt die 146.2 mit Doppelstockwagen und Steuerwagen, es gibt die 143, es gibt für den Güterverkehr die 185.2 oder .5 und für den Rangierverkehr die V60. Und wenn ihr weitere DLCs im Besitz habt, zum Beispiel Köln-Aachen oder die Baureihe 101 oder beides zusammen, dann könnt ihr hier auch Intercity-Fahrten im Fahrplanmodus machen. Das ist also eine der deutschen Strecken, wo sehr, sehr viel unterwegs ist. So, jetzt also kommen wir hier zum Stehen. Ist ja natürlich jetzt ein bisschen langsamer unterwegs. Na komm. Und damit haben wir die erste Station erreicht. Entkoppeln Sie die hintere Lokomotive. Da könnten wir jetzt aussteigen dazu. Oder wir zoomen uns einfach dahin, begeben uns hier hin und klicken einmal auf abgekoppelt. Und dort schon kann die Reise weitergehen. Gute Arbeit. Noch zwei weitere Lieferungen. So, also Bremse wieder lösen. Und dann begeben wir uns wieder in eine weitere Richtung. So, was zeigt mein Signal hier vorne an? Das zeigt, ich sehe es jetzt gerade gar nicht. Das zeigt Fahrt, aber das dahinter wiederum zeigt Halt an, wo wir uns dann auf die Hauptstrecke einfädeln. Also, hier können wir uns auch mal ein bisschen umschauen. Und wie gesagt, wir sehen auch hier die Strecke Nahverkehr Dresden, die ja schon im vergangenen Sommer ihr Upgrade bekommen hat auf TSW4. Und das ist meiner Meinung nach ein Unterschied wie Tag und Nacht. Zugbeeinflussung. Okay, ist einiges komisch. Davon. Zugbeeinflussung. So, hier dürfen wir 60 fahren, aber wie gesagt, davon das Signal zeigt ja Halt an. Oder zeigst du auch wieder sowas Komisches an? Ne, du zeigst grün. Ah, jetzt bist du okay, da zeigst du Fahrt. Und dann, mein Guter, können wir dich natürlich auf Fahrt setzen. So, nächste Lokomotive liefern wir dann in 11 Kilometern in Coswig aus. Und in Coswig, bis Coswig, da können wir möglicherweise jetzt sogar die 160 ausfahren. Die Lokomotiven selber dürfen ja sogar weit über 200 km/h fahren im Personenverkehr. Das werden wir jetzt aber heute hier nicht ausfahren, sondern hier geht es lediglich auf 60. So, da können wir uns schon mal vorstellen auf 80 und dann fädeln wir uns hier auf die Hauptstrecke ein. Wie gesagt, wir fahren jetzt auf die Fernbahngleise. Die zwei rechten Gleise, das ist die Strecke der S-Bahn, der S1. Wir befinden uns jetzt auf den Gleisen für den Regional-, Fern- und Güterverkehr. So, und jetzt kommt die 160. Jetzt können wir unsere Maschine jetzt mal so richtig ausfahren. So, hoffen wir nicht, dass wir jetzt einen Radschlupf haben. Und ihr seht, jetzt geht es richtig ab. Nur, dass jetzt hier kein heraltzeigendes Signal kommt. Dann hätten wir ein Problem. Dort 40. Dort 50. Und gleich geschafft. Ist auch der einzige Abschnitt heute, wo wir so schnell fahren können. Wie gesagt, wir werden ja, da wir ja über Coswig fahren, dann über die alte Strecke fahren. Und da sind dann die höchsten Geschwindigkeiten maximal 130. Sowas in dem Dreh. So, hier war zum Glück nichts Getierpflichtiges. So schaukeln wir also gemütlich in Richtung Coswig.
Ja, wie gesagt, Dresden-Riesa für mich, aber sicherlich auch, weil ich die Strecke ja im Vorbild kenne und häufiger schon gefahren bin, sicherlich eine der besten deutschen Strecken aus meiner Sicht. Und ich finde es toll, dass diese Strecke noch das DSW4-Upgrade bekommen hat im vergangenen Jahr. Da hat auch niemand mitgerechnet. Und es sind ja mehrere Strecken mittlerweile, die auf DSW4 geupgradet wurden, also auch West Somerset Railway. Und viele würden sich das wünschen, wenn man dann doch die ein oder andere Strecke, der ein oder anderen Strecke noch ein Upgrade gibt. So, davon geht's dann wieder runter. Ich schalte das schon mal aus. Wenn uns davon dann schon wieder eine unter 30 erwartet. Und ich ahne schon, dass die einen vor den Coswig dann wiederum. Muss man nämlich auch ein bisschen auf die Geschwindigkeitsmagneten aufpassen, wenn es dann auf 130, 120 runtergeht. Kilometer noch mit solchen Geschwindigkeiten, das macht halt auch mal Spaß, mal so ein bisschen schneller zu fahren. Ja, das war 130, die da vorsignalisiert wurde. Ich hatte jetzt schon in 80 erst gesehen, weil das wäre dann echt knapp gewesen. So, Coswig erreichen wir dann in 4 Kilometern. Hier haben wir jetzt noch die Station Radebeul-Kötschenbroda. Sehr auf die Signale aufpassen. Und gerade in Coswig schätze ich mal, dass wir da auch ein altzeigendes Signal am Bahnsteig haben werden. Deswegen fahre ich da jetzt auch schon etwas langsamer auf das Ganze zu. So, ach, Gleiswechsel. Okay, Gleiswechsel. 2,7 Kilometer sind es noch. Achso, ja, die beiden Hauptgleise, die führen ja nämlich dann auf die Strecke Dresden-Berlin, wo wir dann auch wiederum über auf die Weißiger Kurve kommen und dann wieder Richtung Leipzig fahren können. Aber die alte Strecke hier, die verläuft hier anders. Hier sogar ein kurzes Stück auf einem Gleis. Oh, da ist sogar nur eine 100. Wir müssen trotzdem gucken. Aber alle Signale, scheint in Coswig alles grün zu sein. Okay, das ist schon mal ganz gut. Warte mal, du blinkst? Was heißt das für mich, wenn du am Blinken bist? Zugbeeinflussung. Ja, das heißt es zum Glück nicht. Zugbeeinflussung. Müssen wir ein bisschen runter mit der Geschwindigkeit. Ach, wegen dem Gleiswechsel, weil jetzt wechseln wir auf die Stammstrecke. Deswegen. Da vorne stellen wir die Lok, ich habe das mal ein bisschen in Probe gespielt. Da stellen wir die Lok direkt am Bahnsteig ab. Weil es ja auch die Gütergleise gibt, aber hier ist das in dem Szenario so. Wir stellen die direkt am Bahnsteig ab. Wahrscheinlich wird die dann gleich übernommen, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall kein rotes Signal. Das macht natürlich das Fahren für uns auch etwas entspannter. Und damit erreichen wir die zweite Station, den zweiten Lieferort. Ah, und da habe ich mich letztens auch schon verbremst. Komm, 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 bleib stehen, bleib stehen, bleib stehen, bleib stehen. Naja, 16, 17 Meter ist jetzt nicht so schlimm. Und damit kuppeln wir die nächste Lokomotive ab, direkt hier in Coswig. So. Und dann wird die nächste erst in Weißig ausgeliefert. So, da gehen wir erstmal hier mit, stellen die nochmal korrekt ein. So, und können dann wieder beschleunigen. Sehen wir auch nochmal die Station Coswig. Wie gesagt, eigentlich auch ein kleiner Knotenpunkt, da ja von hier aus sowohl auf die rechtselbische Strecke gefahren werden kann, die W
wir ja hier immer abfahren. Aber es gibt von hier aus, zweigt auch eine Strecke links der Elbe ab, die dann über Kossebaude und Dresden-Friedrichstadt nach Dresden Hauptbahnhof führt. Da ist das sogar, soweit ich das gelesen habe, mal im Gespräch, dass da irgendwann auch mal eine S-Bahn von Coswig nach Dresden fahren soll, dass das, dieses Dresdner S-Bahn-Netz da nochmal erweitert werden soll. Aber das Ganze ist ja noch in der Planungsphase. Also da wird noch viel Wasser die Elbe hinunterfließen, bis das Ganze wirklich realisiert werden könnte. So, jetzt war 120 und 120 ist da, glaube ich, ja die maximale Strecke. Die maximale Geschwindigkeit so in der Regel. Ich glaube, kurz vor Riesa kommt da nochmal ein Abschnitt, wo wir 130 fahren dürfen, aber ansonsten. Ja. Ansonsten geht's hier eher jetzt gemächlich zu. 21 Kilometer sind das bis nach Weißig. Das ist ein ganz schönes Stück. Hier zweigt dann die Strecke in Richtung Meißen-Triebeschtal ab. Auch die könnt ihr ja hier voll abfahren. Diesen kompletten Nordteil der Dresdner S1. Viele würden sich natürlich auch den Flughafenabschnitt wünschen, ist natürlich klar. Jetzt noch ein kurzes Stück. Also AFB fahren hat auch seine Vorteile. Wir mussten nicht ständig die Geschwindigkeit regulieren. Ist auch eine feine Sache, sowas. Kannst du mal den Führerstand unserer Lok umschauen. Viele wünschen sich natürlich auch Ebola-Fahrpläne, dass man diese integriert. Ich meine, der Slot dafür, der ist ja auf jeden Fall da. Ja, diese Bildschirme, die kann man auch bedienen und alles. Aber die Fahrpläne integrieren, das ist natürlich dann viel Arbeit, das Ganze zu schreiben, das Ganze so zu funktionstüchtig zu machen, dass das dann im Fahrplanmodus mit den perfekten Zeiten und so funktioniert, ist dann halt schon eine andere Sache. So. Ja, zwei Lokomotiven noch, die wir ausliefern müssen. Die letzte wird ja dann, wir können noch mal im Plan gucken, die letzte wird dann in Riesa abgestellt am Gleis 81. Ob hier die Geschwindigkeit sich irgendwie ändert, aber gemächlich mit 120. Das ist die Station Weinböhla, die auch ausschließlich vom RE50, also vom RE Saxonia bedient wird. Der RE50, der verbindet die beiden sächsischen Großstädte Dresden mit Leipzig. Allerdings fahren diese Züge, aber das mag auch an den Bauarbeiten liegen, die zwischen Riesa und Priestewitz, glaube ich, stattfinden. Der verkehrt halt in sehr, sehr kurzer Relation mittlerweile. Also nur zwei dreiteilige Talent sind das meistens. Vielleicht auch mal ein Fünfteiler, aber 5 plus 8, wie das ursprünglich war, ist mittlerweile auf der Strecke auch sehr selten. Und zwei dreiteilige Talent, also man sieht schon, dass der Zug dann auch fast in seine Kapazitätsgrenze kommt. Deswegen, wenn ihr die Möglichkeit habt, ich empfehle euch, da eher, sofern ihr wirklich von Dresden nach Leipzig wollt, dann eher aktuell auf den Fernverkehr zurückzugreifen. So, wir erreichen die nächste Station, Niederau. Im Übrigen verkehren auch zwischen Coswig und Priestewitz nicht nur der RE50, sondern da verkehren unter anderem auch der RE18 Lausitz Express, der Dresden mit Hoyerswerda bzw. Cottbus verbindet. Also diese beiden Linien verkehren ebenfalls über den Streckenabschnitt und halten hier, meine ich, auch an einigen Bahnhöfen. Ich weiß gar nicht, ob die an allen, das ist, sie halten auf jeden Fall Priestewitz, Weinböhla, Niederau, müssten eigentlich auch auf dem Zwischenabschnitt an allen Bahnhöfen halten. Hier sehen wir auch wieder schön Kurven, Überhöhungen. So. Ja, jetzt wird es also relativ entspannt mit dem Fahren. Aber ich glaube, in Weinböhla müssen wir da, wenn ich das richtig gesehen habe, wieder auf ein Nebengleis. Da kommt uns schon der nächste Nahverkehrszug entgegen. Die Vectron-Lokomotive kann auf sehr vielen deutschen Strecken im Nahverkehr, im Güterverkehr gefahren werden. Fahrplanfahrten mit Personenverkehr gibt es leider nicht. Da gibt es lediglich ein Szenario, was ihr da spielen könnt. Und das findet auch auf dieser Strecke statt. Aber ihr könnt euch im Formation Designer oder im Szenario Editor natürlich auch selbst Fahrten zusammenbauen, wo ihr dann auch mit der Lokomotive mal einen Intercity oder
Mexico City fahren könnt. Ja, ansonsten natürlich die große Spannung. Heute, an dem Tag, wo ich das Video aufnehme und veröffentliche, ist Montag, der 8. April 2024. Und für den 9. April, also morgen, Dienstag, da ist ja wieder das neue Roadmap-Update angekündigt. Und wir warten mit großer Spannung darauf. Also fest steht natürlich die Sommerringbahn, die ja dann in der kommenden Woche veröffentlicht werden soll. Das steht ja schon vorher, stand ja schon fest. Aber was könnte noch auf der Roadmap sein? Kommen neue Ankündigungen oder wird vielleicht das ein oder andere Geheimnis gelüftet? Wir wissen ja beispielsweise noch nicht, an welcher Strecke Alan Thompson arbeitet. Da wird ja auch an einer Strecke gearbeitet, die ja auch noch nicht bekannt ist. Oder wie ist der Standpunkt zur japanischen Strecke? Zum Beispiel von... Also sehr, sehr vieles. Oder Simtrack arbeitet an einer deutschen Lokomotive. Da vermuten schon viele, dass es sich dabei wohl um diesen geleakten Intercity-Steuerwagen handeln könnte. Ja, allgemein gab es jetzt Ostern zwei Leaks oder zwei Teaser und eben der Intercity-Steuerwagen und dann halt noch einen schottischen Zug, die Class 380, wobei mit dem Zug vielleicht sogar noch gleichzeitig eine weitere Strecke geleakt sein könnte, weil es gibt aktuell keine TSW-Strecke, wo dieser Zug irgendwie offiziell verkehrt. Natürlich kann man den auch fiktiv einsetzen, das ist ja kein Problem. Aber da gibt es schon andere, die dann vermuten, es könnte vielleicht dann gleichzeitig damit auch noch eine neue schottische Strecke geben. Also, diese Teaser werfen natürlich da aktuell mehr Fragen als Antworten auf. So, ja, jetzt geht's ja durch das wunderschöne Mittelsachsen. Das Wetter ist auch mal nebelig, mal sonnig. Ich weiß heute auch nicht so richtig, wo es hin will. Hier wieder bergab. Es sind immer noch 11 Kilometer. Also das Stück, das zieht sich dann immer so ein bisschen bei der Strecke. Die nächste Station, die wir dann durchfahren, ist der Bahnhof Priesterwitz. Übrigens, ihr könnt auch diese Regionalbahnlinien hier in Dresden, ist der Werder, die fährt ja auch über die Strecke. Ihr seht, also doch einiges an Nahverkehr hier in den Vororten von Dresden unterwegs. Die könnt ihr auch nachspielen, diese Dienste zwischen Coswig und Priesterwitz. Und ihr könnt ja sogar bis Großenhain fahren. Also es ist jede Menge in diesem Streckennetz enthalten. Ich kann euch ja die Strecke mal zeigen online. Hier. Also hier ist Dresden, Hauptbahnhof, Dresden-Neustadt. Hier ist dann die Weißiger Kurve. Und hier ist die alte Strecke, die bis Riesa führt. Großenhain ist dabei, Meißen-Triebestrand ist dabei. Auf der Karte nicht zu sehen ist, dass eigentlich die Strecke zum Flughafen zwar existiert. Die war ursprünglich auch mit angekündigt. Aber leider wurde dieser Abschnitt nie wirklich veröffentlicht. Oder verwirklicht. Das Ganze hatte damals, das ist so richtig, offizielle Begründungen gab es meiner Meinung nach da gar nicht, warum das jetzt nicht verwirklicht wurde. Aber es ist halt schade. Es ist auch sehr, sehr schade, dass man das mit dem Release von Transam World 4 nicht nachgeholt hat. Aber es ist auch mal sehr, sehr entspannt, das Fahren, den Zug einfach mal rollen zu lassen. Ein bisschen mit euch zu quatschen. So, Einfahrsignal, das müsste jetzt hier Priesterwitz sein, wo wir gleich durchsausen. Was ist Priesterwitz? So. Wie passiert das eigentlich, dass der immer so nah ranzoomt? Das verstehe ich manchmal nicht so. Ja, das ist Priesterwitz. Nach Priesterwitz ist doch Weißig das nächste. Das war früher mal ein Personenbahnhof, aber der ist, seit die Station Nünchritz eröffnet wurde, wurde der Personenbahnhof Weißig stillgelegt. Ja, hier fahren wir durch Priesterwitz. Ein paar Leute, gar nicht viel los aktuell hier an dem Bahnhof. Den 7,6 Kilometer, ja, das nächste ist dann Weißig. Hier zweigt die Strecke Richtung Großenhain ab, die eben von den Zügen Richtung Elsterwerda, Richtung Cottbus, Richtung Hoyerswerda benutzt wird. Und ab hier verkehrt dann im Nahverkehr ausschließlich der RE50 Saxonia. Einmal pro Stunde in jede Richtung. Und aktuell, wie gesagt, wird ja der Abschnitt zwischen Riesa und Coswig ausgebaut. Da werden die Gleise erneuert und da ist ja zwischen Priesterwitz bzw. Nünchritz und Riesa eine riesengroße Baustelle. Dadurch braucht auch der RE50 länger, weil der eine sehr lange Standzeit in Riesa hat, weil eben die Strecke aktuell da ja nur eingleisig befahrbar ist. Und dadurch, ja,
das Ganze etwas anders gemanagt werden muss. Eine kleine Aufnahme für diese Bauarbeiten könnt ihr euch sogar auf meinem YouTube-Kanal angucken. Da hatte ich ja so eine Mitfahrt aufgenommen vom Intercity 2 von Halle Saale nach Dresden. Wobei vor Dresden leider der Speicher voll war. Katastrophe. So. Da vorne, wo wir jetzt diese verschiedenen Geschwindigkeiten sehen, dort, das ist dann die Einfädelung, wo sich diese Weißiger Kurve, diese Umfahrung von Coswig, wieder auf unsere Strecke einfädelt. Und diese Weißiger Kurve, die sind wir ja auch schon mit dem ICE, glaube ich, mindestens ein- oder zweimal gefahren, mit dem ICE 3. Müssen wir mal gucken, ob da, sieht für mich jetzt gerade so aus, als ob da sogar nur 100 erlaubt ist, unter 10, 100, ich weiß es gerade gar nicht. Ich gehe jetzt mal auf die 100 runter. Ja, hier gesetzt sich quasi diese Strecke dazu. Oder? Nee, 120. Wir hätten bei der 120 bleiben können. Okay, dann falscher Alarm. Ja, wenn sich das manchmal so überlappt, im Zweifelsfall immer die langsamere Geschwindigkeit nehmen. Und da vorne ist 40, das ist dann die Einfahrt in die Station Weißig. Sage, da stellen wir die Lok wieder auf den Nebengleis ab, warum wir das in Coswig nicht gemacht haben. So, hier ist das Einfahrsignal. Sehen wir auch schon, dass das quittierpflichtig ist. Zugbeeinflussung. Zugbeeinflussung. Das würde ja auch bedeuten, am nächsten Signal. Genauer genommen gilt das ja eigentlich schon am Signal, diese Geschwindigkeit. Also Überwachung haben wir erreicht. Ja, was ja auch auffällig ist, ihr seht ja, diese Schienen, diese Schottertexturen sind zum Beispiel hier verschieden. Das ist ja auch bei weitem nicht bei jeder Strecke so. So, da vorne ist das nächste quittierpflichtige Signal, was uns erwartet. Zugbeeinflussung. Oh, doch nicht. Beeinflussung. 900 Meter, ja, davon kommt auf jeden Fall diese 40. Genau, da kommt auf jeden Fall davon jetzt die 40, weil wir hier... Ja, wir fahren hier auf das Abstellgleis in Weißig oder auf das Nebengleis. Genau. Ja, und das hätte ich gedacht, dass es in Coswig auch so ist, aber in Coswig haben wir halt die Lokomotive direkt am Bahnsteig abgestellt. So, wie lange sind wir eigentlich unterwegs? Gute halbe Stunde. Das heißt, diese 40 Minuten, die angegeben sind, jetzt sind wir aber auch nicht die schnellsten heute gewesen, könnten stimmen. Und hier sehen wir auch, dass es ein stillgelegter Bahnhof ist. Hier völlig überwachsene Bahnsteige. Es gibt übrigens im weiteren Verlauf in Richtung Leipzig noch zwei weitere stillgelegte Bahnhöfe. Das ist einmal Bornitz, das ist von Riesa in Richtung Urschatz. Und dann gibt es noch Dornreichenbach, das ist zwischen Dahlen und Küren. Die wurden ja zuletzt von diesem Interconnex bedient, der da früher mal gefahren ist. Kann ich mich auch noch daran erinnern, an diese Zeiten. Bin ich sogar selber oft mit gefahren mit dem Zug. Na komm, Mensch, der braucht ganz schön manchmal zu lange anzuhalten, der Zug, nicht das war. Weil ich habe das schon mal gehabt, über die Markierung zu weit weg. So, nächster Stopp. Und hier stehen noch ein paar Güterwagen, wahrscheinlich wird die Lok sofort gebraucht hier.
So, und da liefern wir die letzte Lokomotive damit aus. Und können nun unsere Reise entlang der letzten 10 Kilometer fortsetzen. Als Einzellokomotive. Damit haben wir alle Lokomotiven verteilt. Sie können dann sofort in den Einsatz. Und auch hier haben wir keinen. Ah, und auch hier haben wir keinen Licht. Und das ist gar nicht in Ordnung. Hier, das muss man nämlich hier. Auch wenn das jetzt. Ah, Moment, das ist richtig. Aber das. So, das ist. So. Und jetzt müsste das Ganze doch geklappt haben, oder? Ja, jetzt brennt auch das Schlusslicht. Aber das funktioniert im Lokzug nicht. Ich hatte das, glaube ich, schon mal probiert. Und da brannte das nicht bei der letzten Lok. So, 18.45 Uhr. Wann sind... Ah, wir könnten noch mal gucken, wann wir... Ist ja egal, wenn wir gestartet sind. So, 18.45 Uhr. Es sind noch 9,5 Kilometer, die wir bis Riesa zurücklegen müssen. So, und dann ab geht er. Ein sehr, sehr schönes, entspanntes Szenario. Man hat ein bisschen mehr zu tun, als nur von A nach B zu fahren. Aber so macht Spaß. So, jetzt werden wir gleich Nünchritz durchfahren. Dann kommt noch Glaubitz und danach werden wir schon Riesa erreichen. Oh, jetzt habe ich ja gerade einen Leck. Das kann gelegentlich bei dieser Strecke mal passieren. Und das soll wohl bei den, wenn ihr das auf der Konsole, insbesondere auf der PlayStation 4, soll das wohl mit der Strecke manchmal so ein bisschen problematisch sein. Zumindest habe ich das so gelesen. So, Nünchritz. Ich glaube, auf der Elbbrücke fahren wir dann etwas langsamer. Da vorne ist schon Glaubitz in Sicht. Also die Bahnsteigmarkierung im Streckenmonitor meine ich damit. Wenn ihr Lust habt, können wir ja auch mal eine Fahrt mit dem RE Saxum, der hier auf dieser Strecke machen. Habe ich, glaube ich, noch gar nicht groß gespielt hier, den RE50, weil ich ihn halt im Vorbild kenne. Ich glaube, RE50 sind wir hier noch nie im Let's Play gefahren. Wir sind immer dann mit dem Intercity oder mit dem ICE hier unterwegs gewesen, weil es immer so ein bisschen schneller geht. Rein RE50, 3 plus 3 sind wir nicht gefahren. So. Aber der RE50 verkehrt auch gelegentlich mal noch mit einer 146 und Doppelstockwagen, gerade in der Hauptverkehrszeit, so wie ihr das hier seht. Steuerwagen auch Richtung Leipzig, also hier sieht man auch, dass da wirklich gründlich recherchiert wurde. So, Glaubitz. Das nächste ist dann schon Riesa. Ich denke mal, dass wir da ein bisschen weiter sogar an diesen Rangierbahnhof fahren müssen. Ah, was hieß das gleich? Nochmal Hauptschalter aus, ne, oder? Ja, hier hätten wir eigentlich den Hauptschalter ausmachen müssen. Ja, hier, genau. Hier hätten wir Hauptschalter außen anmachen müssen an der Stelle. Scheint aber nicht so streng zu sein, wie das beispielsweise hier bei München, bei Rosenheim-Salzburg ist. So 5,6. Oh, oder? Nee, scheint automatisch rausgeflogen zu sein. Nee, der hat sich automatisch dann verabschiedet, okay. So, jetzt aber haben wir das wieder. War schon mal gut, wenn sich das dann quasi automatisch abschaltet.
zumindest hier im Spiel. Wie verheerend das im Vorbild wäre, weiß ich nicht. Ich glaube aber, dass das nichts Gutes wäre, wenn man das im Vorbild nicht macht. So, hier fädelt sich jetzt die Strecke von Elsterwerda ein, wo die Regionalbahn Elsterwerda-Riesa-Chemnitz verkehrt. Hier auf der rechten Seite zweigt dann die Strecke in Richtung Röderau bzw. Richtung Falkenberg-Elster ab, die aktuell eigentlich planmäßig nur noch von Güterzügen und umgeleiteten Fernzügen bedient wird. Leider keine Personenzüge mehr. Ich kann mich auch noch an die Zeiten erinnern, als da Personenzüge gefahren sind. Es war dann die Linie, ich glaube, die fuhren dann sogar von Dessau über Riesa bis nach Falken oder umgekehrt Dessau. Also das war jedenfalls auch eine gute Möglichkeit, um nach Berlin zu kommen, gerade von Chemnitz aus. Mit dem Nahverkehr Chemnitz war ja damals schon sehr, sehr schlecht an den Fernverkehr angebunden. So, jetzt gleich geht's über die große Elbbrücke. Hier ist eine 120, da vorne ist dann schon das nächste Signal, was quittierpflichtig ist. Frage, was zählt hier? Die 40, ja, die da vorkommt, oder die 80? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall müssen wir erstmal auf die Quittiergeschwindigkeit runter. Und hier überqueren wir nun zum zweiten Mal hinter Dresden die Elbe. Das hier, wenn der jetzt hier Halt anzeigt, dann muss ich da hin auf 40 runter, ne? Zeigt der Halt an. Oh, aber da haben wir wirklich Glück gehabt jetzt, ne? Aber hier ist da auch wieder sowas mit diesen Weißen. Da wieder dieser weiße Punkt, der eigentlich sagt, dass wir das überfahren dürfen, fahren sie gemäß der Signalbilder. Das ist genau dasselbe, was wir auch in Dresden-Neustadt hatten. Zugbeeinflussung. 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 So. Mal gucken, ob wir das jetzt hinbekommen. Also, dass wenn der Punkt hier blinkt, dann darf ich das definitiv überfahren. Zugbeeinflussung. 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 Dann glaube ich maximal 40. So, okay. Hier hat es jetzt geklappt. Also man muss anscheinend vor dem Signal anhalten. Und jetzt geht's für uns über die Elbe. Die Anfang der 2000er neu gebauten Elbbrücken. Denn die alte Elbbrücke, die hat es ja 2002 bei dem Hochwasser weggespült. Da war eine der wichtigsten, oder vielleicht die wichtigste Bahnstrecke in Sachsen unterbrochen. Man hat es in 2 Monaten geschafft, erst die rechte, diese eingleisige Brücke da aufzubauen. Zugbeeinflussung. Und die große, die zweigleisige, das hat dann ein bisschen länger gedauert, aber diese eingleisige hier, die rechte mit dem blauen Bogen, die ist wirklich damals in der Rekordzeit von 2 Monaten aufgebaut worden. Also das war schon Wahnsinn. Zugbeeinflussung. So, mal gucken, wo wir jetzt einparken müssen. Ach so, wir wechseln jetzt hier einmal über diese Doppelkreuzweiche. Wir stellen den... Ah, okay. Jetzt kann ich mir denken, wo wir den Zug abstellen. 80, also ich werde jetzt nicht nochmal auf 80 beschleunigen, das lohnt sich ja nicht, wegen den paar Minuten. Spielzeit mit den 40, 45 Minuten kommt aber hin. Wir sind ja wieder etwas langsamer unterwegs hier, ihr seht es ja auch hier. So. So, einmal die Leute aufgeweckt. Ja, steigt bei der Level 4 aus, auf. Hier haben wir dann wieder... Das ist für hier drüben. Zugbeeinflussung. Zugbeeinflussung. Mal gucken, wo unser Punkt ist. Also hier die großen Gleisanlagen. Hier links zweigt dann die Strecke in Richtung Chemnitz ab über Döbeln.
Hier auf der rechten Seite, wo wir uns befinden, führt dann auch die Strecke in Richtung Leipzig. Sau, was von vielen gewünscht wird. Die Erweiterung der Strecke Dresden-Riesa bis nach Leipzig, eine Extension. Mittlerweile vielleicht sogar möglich, da ja der große Rangierbahnhof Engelsdorf ja mittlerweile stillgelegt ist. Das heißt, der müsste dann halt nicht mehr so ausführlich dargestellt werden, sondern wenn dann überhaupt nur noch statisch, und da befindet sich ja das Stillstandsmanagement. So. Und zwischen den paar Güterwagen sehen wir da vorne dann unseren Punkt, wo unsere letzte Lokomotive nun ausgeliefert werden soll. Genau hier. Diesen Punkt bei herrlichem Sonnenschein. Stellen wir gleich mal auf Vollbremsung, haben wir dann gleich getestet. Aber ich glaube, hier zählt halt vor allem auch die Gleismarkierung. So, vielen Dank für Ihre heutige Unterstützung. Sehen wir uns an, wie Sie abgeschnitten haben. Ja, eine Zwangsbremsung schon mal, die natürlich Minuspunkte einbringt, das ist ganz klar. Die hat man ja ganz am Anfang gehabt. Ansonsten reicht es trotzdem für die Platin-Medaille, also alles im Lot, wobei natürlich Zwangsbremsungen am besten nicht passieren sollten. Ja, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, das war unsere heutige Fahrt mit den Vectron-Lokomotiven auf der deutschen Strecke Dresden-Riesa. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und wünsche euch auch, dass ihr gut in die neue Woche gestartet seid. Wir sehen uns wieder im nächsten Video, wo ich mich freue, dass ihr dann wieder dabei seid. Habt bis dahin eine schöne Zeit. Euer Felix, der Weise.